Hallo, liebe Gadget-Magazin-Zuschauer, hier ist nochmal euer Schuh und wir schauen uns heute mal ein bisschen Zubehör von Apple an für das iPad Mini oder für das neue iPad 4, denn alles, was mit Lightning Port zu tun hat, braucht neue Adaptoren. Wenn man das alte bestehende Zubehör eben halt weiterverwenden will oder eben halt Kameras anschließen will oder SD-Karten lesen will mit seinem iPad oder iPhone, dann muss man eben halt solche Kabelsachen eben halt holen. Das ist Lightning to 30-Pin-Adapter, falls man noch ein altes 30-poliges Kabel hat von seinem iPhone 4 zum Beispiel, 4S oder von seinem alten iPad und das gerne weiterverwenden möchte, dann kann man zum Beispiel das Kabel nehmen oder den kleinen Bruder, den habe ich schon ausgepackt, der ohne Kabel auskommt. Und wenn man eine Kamera hat, dann kann man sich zwei Kabel anschaffen, entweder das eine hier direkt von der Kamera, das ist also Lightning to USB. Und dann hier Lightning to SD Card Reader. Wir wollen jetzt mal erstmal den kleinen Bruder auspacken. Oder besser habe ich schon ausgepackt. Das ist der Lightning to 30-Pin Adapter. So sieht er aus. Es ist ein bisschen unordentlich bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich einfach zu viele Gerätschaften jetzt gerade hier teste und das meine einzige Ecke ist in der Wohnung, wo ich hausen darf, wie ich mag. So sieht die ganze Geschichte aus. Der 30-polige Kabel kommt dann hier drauf. Und dann könnte ich hier das einfach anschließen. So. Das Schöne an Lightning ist einfach, dass man, egal wie rum man es packt, es immer reinstecken kann, wie man es will. So. Mit dem Adapter könnte ich rein theoretisch, dazu habe ich jetzt mal hier von Logilink so einen Akku besorgt, den kann ich jetzt hier draufstecken und zum Beispiel mein iPad laden. Ich hoffe, es funktioniert, ich habe es noch nicht getestet, ich habe es gerade frisch ausgepackt und schwuppdiwupp wird es geladen. So kann man ein, sage ich mal, altes Zubehör weiterverwenden, um es dann eben halt tauglich zu machen für Lightning. Einfach nur den Adapter ranschließen und dann geht das schon. Bei dem hier wird es schon ein bisschen schwieriger, bei dem Odyssey, da kommt man leider mit dem hier nicht mehr aus. Man kann es hier nicht mehr reinstecken und dann sein iPhone zum Beispiel draufstecken. Das würde dann nicht mehr richtig passen. In dem Falle hat man natürlich noch eine andere Geschichte. Dann gibt es nämlich, muss ich noch kurz gucken, hier. Das Kabel. Lightning to 30-Pin Adapter. Dieses Kabel kann man dann verwenden, um dann diese Geschichte dann anzuschließen. Das ist eine Odyssey Soundbox, die man dann über das Kabel natürlich mit seinen neuen Produkten verbinden kann. Wer noch so ein altes Schätzchen eben halt hat, wo eben halt ein Dock-Connector dran ist, der braucht so etwas. Neuere Boxen oder Zuspielgeräte, die unterstützen ja meistens alle schon Bluetooth oder AirPlay. Eins von beiden wird sicherlich schon unterstützt. So, jetzt haben wir das Käbelchen. Das ist einfach nur eine verlängerte Lightning Port auf den 30-poligen Pin, 30-poligen Adapter. So, und jetzt gehe ich mal da drauf. Ist der eigentlich schon eingeschaltet? Ich glaube, ich habe den noch nicht eingeschaltet. Deshalb stehe ich mal kurz auf und schalte ihn mal kurz ein. So. Und jetzt ist der auch schon am Laden. Das sieht man hier, dass der eben halt lädt. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, jetzt auch was abzuspielen, aber ich habe, glaube ich, hier keine Musik drauf. Deshalb schauen wir mal nach, ob ich hier irgendwie anders Sound rausbekomme. Am besten gehen wir mal in einen YouTube-Channel hinein. Hier. Da war ich mal gerade ein bisschen luschern, was Smart Glass kann. So, jetzt geht's los. Hi guys, so in today's video I'm going to be showing the Xbox Smart Glass. It works really nice. Ihr seht, es funktioniert. Ich könnte jetzt auch mit der Fernbedienung hingehen und natürlich die Lautstärke einstellen. Oder stumm schalten
und so weiter und so fort. Das jedenfalls funktioniert mit dem Adapter. Mal hier, dass es eben halt auch das wirklich erkennt und andersrum reinstecken. Schupp, jetzt wird es geladen. Und so kann man seine alten Gerätschaften dann noch mal weiterverwenden. Und die Adapter kosten alle so um die 30 Euro, ist sicherlich eine Stange Geld, aber wenn man bedenkt, man spart sich dann Anschaffung für neue Produkte, neue Gerätschaften da nicht mal halt ein, dann ist sicherlich die Investition gar nicht mal so schlecht. Ja. Was gibt es noch? Es gibt ja noch weitere Zubehörkabel, die man dann erwerben kann. Das ist zum einen dann das hier zum Beispiel, Lightning to SD Card Reader. Ne, den machen wir zuletzt, denn erstmal ist das hier fällig, Lightning to USB Camera Adapter. So, da schauen wir mal nach. Wieder aufmachen. Rausziehen. So, das ist jetzt das hier. Das Käbelchen. Das ist für all die Fotografen von euch da. Hier der USB-Port und da Lightning-Port. USB-Kabel einfach reinstecken. So rum gehört das natürlich. Und das dann in die Kamera. Ich hole mal kurz die Kamera. So, jetzt muss ich nur noch das Käbelchen reinstecken. Ich hoffe, ich habe auch das richtige Käbelchen erwischt. So. Und dann es einstecken. Mal sehen, was dann passiert. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Das Kabel ist das erste Mal, dass ich das, so ein Kabel dann eben halt besorgt habe. Kamera einschalten. Schwuppdiwupp geht iPhoto bei mir auf und er guckt sich an, was ich hier für Bilder drauf habe und ich könnte anfangen, die Sachen zu importieren. Zum Beispiel das Bild hier, diese zwei Bilder will ich importieren. Auswahl importieren und jetzt lädt er schon die Bilder von der Kamera. Ich will sie behalten auf der Kamera und jetzt müsste er sie mir hier eigentlich anzeigen. Da die Benchmark-Ergebnisse, iPad Mini, iPad 3, iPad 4 und so weiter und so fort. Das funktioniert also auch ganz schön, dass man eben halt so ein Kabel einfach einsetzen kann und dann hat man, sage ich mal, schon die Kamerabilder von der Speicherkarte auf das iPad draufgeladen und kann sich die ein bisschen genauer anschauen. Das ist diese Variante. Jetzt kann ich das mal einfach mal wieder hot rausziehen. Wenn man aber, sage ich mal, das USB-Kabel nicht dabei hat als Fotograf, als Hobbyknipser, dann gibt es auch noch eine andere Lösung, wie man an seine Bilder herankommt, ohne dass man, sage ich mal, ein USB-Kabel mit sich herumtransportieren will oder muss. Dazu gibt es dann dieses Kabel. Das Kabel packen wir jetzt auch mal aus. So. An dem Geräusch hört ihr immer, dass ich ein Live-Unboxing immer parat habe oder besser hier eingebaut habe. Und so sieht das Käbelchen aus. SD-Card-Reader. Und auf Lightning-Port. Wir setzen das wieder in das iPad Mini ein. Gehen erstmal auf den Startbildschirm. So. Holen die SD-Karte jetzt aus der Kamera heraus, falls man eben halt sein USB-Kabel nicht dabei hat. Da kann man einfach dann die Karte einsetzen. Schwuppdiwupp springt er auch wieder in die Übersicht, wo man das importieren kann. Holen wir uns mal das Bild herein, importieren, Auswahl importieren, behalten. Ich will es hier noch weiter behalten. Fotos und dort sehen wir das Bild.
Ihr seht, das Zubehör ist eigentlich ganz gut zu gebrauchen. Wer das haben will, der kann sich das natürlich aus diversen Stores eben halt beziehen, aus dem Apple Store, von Gabe Goods, aus Amazon und so weiter und so fort. Alles kann man da eben halt dann kaufen, diese Kabelchen. Die kosten rund 30 Euro. Genaue Preise könnt ihr dann in den jeweiligen Shops erlesen, erfahren. Und tja, das war's von mir mit dem Zubehör, Kabelzubehör, Adaptoren für den Lightning Port. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht einfach auf meine Seite, schaut es euch an und viel Spaß. Bis bald.